der Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich sie hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergriffen und töteten. Sie sprachen aber: dass ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und da sie ein Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mich. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich für euch hingehen in Galiläa. Überantwortet wird. Steht auf,
Lass uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er doch redete, siehe, dann kam Judas, den solchen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Vermeter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, küssen werde, der ist eingreifend. Und alsbald trat zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi. Und Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, warum bist du gekommen? seine Gotteslästerung gehört, war
versinket euch. Sie antworteten und sprachen, Herr, ist es Tod, der Schuld, der Schuld, der ist es Tod, der ist es Tod, der Schuld, da speierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Thank you.
Auf das Fest aber hätte die Landpflege Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, während sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen Sonderlichen für anderen, da hieß Barabbas. Und da sie versandt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: So, wenn du nicht zusammen mit diesen Gerechten, ich habe heute viele Mieten im Traum und seinetwegen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihm: Welchen wollet ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen! Der Landpfleger sagte: Was hat er denn übers getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Ja, lass ihn